Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute werde ich eure Probleme lösen. Und weil ihr mir geschrieben habt, dass ihr im Hintergrund für meine wunderbaren Analysen, kritischen Videos, witzigen Videos und alles mögliche kein Shipment jetzt gerade mal sehen wollt, weil es ist halt die einzige Karte, bei der man halbwegs schnell spielen kann, Kills machen kann, seht ihr das ganze Video im Hintergrund, meine letzte Nuke, die ich irgendwann in dieser Woche live im Stream gemacht habe. Und bitte, ihr ganzen NPCs, ich habe viel zu gute Laune, sagt mir nicht irgendwie Bot-Lobby oder Reverse-Boost-Lobby oder Fake-Lobby. Jede einzelne Runde, die ihr hier auf diesem Kanal seht von mir, ist live erspielt. Ich spiele privat ohne Stream nicht eine einzige Runde Call of Duty seit einem halben Jahr. Alle Runden könnt ihr vom Anfang des Streams bis zum Ende des Streams live verfolgen. Ich spiele auf der Konsole. Es gibt meinen VPN-Partner, falls man Warzone spielt. Dafür empfehle ich den. Ich spiele keinen Warzone mehr. SweatVPN, da gibt es auch eine Konsolenversion für den VPN. Da ist ein Link. Da könnt ihr es nutzen. Ich spiele Multiplayer hauptsächlich. Warzone fasse ich nicht an. Ich finde Warzone 2 schrecklich dieses Jahr. Alle Runden, alles was ihr seht, ist 100% nicht VPN, nicht Reverse Boost Lobby, nicht Neffen Account. Ich nehme die Lobbys mittlerweile seit Monaten einfach wie sie sind. Und alle paar Stunden, und ihr müsst bedenken, ihr seht dann so 2, 3, 4 Videos die Woche mit einem Gameplay jeweils. Und ich streame 5-mal die Woche 6 bis 8 Stunden. Das heißt, ihr seht ein Gameplay, eine Runde von... Das ist jetzt von einer Woche, es war in der ganzen Woche die einzige Nuke, was auch krass ist, krass schlecht eigentlich. Ihr seht von 40 Stunden Gaming oder 50 Stunden, 8 Minuten. Also bitte, nur damit wir es einmal klar gemacht haben, nicht mehr erzählen, das ist irgendwie Reverse oder sonst was. Ganz normale Runde, wir hatten einfach Glück, es war wirklich eine sehr entspannte Runde. Ist eine Nuke, viel Spaß damit, ich komme zum Thema. Eigentlich wollte ich es nicht unbedingt machen, weil ich gedacht habe, nach dem Season 4 Update, nach dem Mid-Season Update, legt sich das Hauptproblem, aber hat es bis heute nicht wirklich. Jetzt gab es vor 2 Tagen einen kurzen Fix, der ein bisschen geholfen hat, aber nicht allzu sehr. Jeder, der Call of Duty auf dem PC spielt, weiß, was ich meine. Wenn ihr die letzten Tage euch gewundert habt, warum eure High-End-Maschine mit 10 FPS läuft. Disclaimer, es liegt nicht an euch, es liegt... Das ist keine Kritik, ich sag's ganz nüchtern, an dem schlechten Update. Doch es ist Kritik, weil es ist ein AAA-Studio. Und es kann nicht sein, dass ein Mid-Season-Update kommt und jedes Mal, sobald ein etwas größeres Update kommt, ist es so, dass die Performance auf dem PC für alle Spieler, die MW2 spielen und Warzone 2 spielen, schlechter wird. Irgendein Typ auf Twitter, war jetzt kein Bekannter oder so, hat irgendwie vor ein paar Tagen witzig geschrieben, er sagt... Als Warzone 2 anfing, war ich bei 140 FPS. Er sagt, 8 Updates später, ich bin noch bei 40. Wenn es so weitergeht, bin ich bei 0, wenn das letzte Update kommt. Das ist wirklich so. Jedes Mal, wenn die großen Updates kommen, sind da massivst Probleme und Bugs. Und dieses Mal ist es so extrem, dass Warzone 2 bis vor 2 Tagen komplett unspielbar war auf dem PC. Auf der Konsole lief es besser als bei euch auf dem PC, aber auch nicht viel, viel besser. Und das war so weit, dass man nicht mal Raids spielen konnte. Und jetzt ist ja gerade die World Series of Warzone Qualifications. Und jeder Zweite ist da schon wieder seit gestern am Cheaten überrascht worden. Und einige haben sich in nordamerikanische Lobbys mit dem VPN gehackt und sind da offiziell jetzt auch erwischt worden, weil sie es in der offiziellen Quali mit VPN nicht wollen. Also, das ist schrecklich und da gab es auch Panik, dass die eben mit 10, 20 FPS spielen müssen. Dieses kleine Update, was da vor 2 Tagen kam, könnte, sollte euch ein bisschen helfen. Es gibt aber noch ein paar Möglichkeiten, die mittlerweile, die Leute haben alles durchgetestet, dabei helfen sollen, dass ihr mit diesem schrecklichen Update, was anscheinend auch gar nicht mehr getestet wird, ich glaube ja wirklich, als vor 1 oder 1,5 Jahren diese ganzen Qualitätstester entlassen worden sind von Activision, dass die stattdessen mit uns ausgetauscht worden sind. Also mir kann niemand erzählen, dass diese Updates, die kommen, vorher getestet werden. Ich glaube, dass die abwarten, wie die Updates funktionieren, was so auf Twitter, Reddit von uns, von den Spielern, die es dann noch spielen, ich weiß auch nicht mehr, jeder von euch kommt, und dann setzen sie sich dran und arbeiten dran. Kann man so machen, man muss halt ein Arschloch sein. Das erste, was ihr direkt machen könnt, ist zu gucken, ob ihr MSI Afterburner auf dem PC habt. Für alle, die nicht wissen, was das ist,
Ihr könnt mit verschiedensten Programmen, das gibt für CPUs zum Beispiel Lasso, das ist ein gutes Programm dafür, oder eben für Grafikkarten auch MSI Afterburner. Es gibt verschiedene Programme, womit ihr eure Hardware, während der PC läuft, überwachen könnt, wo ihr Feineinstellungen vornehmen könnt und. Afterburner ist so ein Programm, was noch nie irgendein Problem verursacht hat, und mit Season Update war es so, dass sehr viele Leute berichtet haben, dass bei ihnen nach Deinstallieren und teilweise oder vorher abschalten und nur abschalten, auch ohne Deinstallieren, von MSI Afterburner die FPS in Warzone wieder auf dem Stand vorher waren. Was für einen technischen Zusammenhang das hat, dass der Game-Client mit dem Programm nicht mehr zusammenarbeitet, keine Ahnung, ich bin technisch kein Experte, ich gebe euch nur weiter, was ich bisher gehört habe. Übrigens, bevor wir weitermachen, kurzes Danke an all die Leute, die mich unterstützen, an all die süßen YouTube-Mitgliedschafts-Dudes, nenne ich euch jetzt mal. Die gibt es für 99 Cent. Ich habe die auf den niedrigsten Wert gesetzt. Das ist eigentlich, wenn man über YouTube streamt, das tue ich ja aktuell noch nicht. Gibt ein paar Ehrenmänner und Ehrendamen, die ja trotzdem eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Ihr könnt dann kommentieren mit Emotes und sowas. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für jeden, der bei Holy bestellt und bei MMOGA sein Internet und sein PlayStation-Guthaben kauft. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich sage nicht immer Danke. Kurze Chance für mich. Einfach nur Danke, Leute. Vielen, vielen Dank. Das Zweite, was ihr machen könnt, und ich weiß, da werden die meisten von euch überhaupt gar keinen Bock drauf haben, ihr könnt das Game deinstallieren. Es soll nämlich mit dem Original-Update, was ja eigentlich mit dem Update von vor 2 Tagen behoben sein soll, aber eben bei vielen anscheinend, haben sie im Stream gesagt, noch nicht ist, ihr könnt das gesamte Game, es sind halt ein paar hundert Gigabyte, deinstallieren komplett und einen Fresh Install machen. Durch die Neuinstallation mit allen Dateien soll es wohl angeblich so sein. Ich gebe euch nur das, was ich bisher gehört habe. Dadurch, dass ich es auf dem PC nicht spiele, kann ich es selber nicht nachvollziehen. Aber es ist das, was wir auf Twitter überall lesen und in den Reddits. Auf Reddit solltet ihr auch mal gucken, da gibt es so Subreddits für FPS-Probleme nach den Updates. Und da sind immer die Upvotes für die Sachen, die am meisten jetzt irgendwie jemandem gefallen hat. Meistens sind es die Sachen, die auch helfen. Dann mit einer Neuinstallation ladet ihr andere Game-Client-Dateien runter durch eine Neuinstallation als das, was durch die Updates immer reinkommt. Und anscheinend war da eine Diskrepanz. Das ist natürlich so eine Sache, deinstallieren, neu installieren, downloaden, neu installieren. Das dauert auch einfach mal 2 Stunden. Wenn ihr immer noch die FPS-Probleme habt, würde ich euch empfehlen, das vielleicht mal zu probieren. Und einfach, wenn ihr jetzt irgendwie eine Gaming-Session hattet oder eh pennen gehen wollt, dass ihr dann einfach, bevor ihr pennen geht, einmal deinstalliert und das ganze Game einmal dann neu installiert. Und das Dritte, was nicht wirklich ein Ratschlag ist, was ihr tun könnt, aber was eine Ursache sein soll, ist, dass viele Leute, die mit den neuen 40er Grafikkartenserien arbeiten, die extremen FPS-Probleme seit dem Update 4.5 haben, dafür soll in der nächsten Woche, am Dienstag oder Mittwoch vermute ich, nochmal ein spezifisches Update kommen. Es gibt dort mit den Treibern der Grafikkarten ein Problem, aber bitte, liebe Leute, mit einer 40er Grafikkarte auf einem vernünftigen Mainboard solltet ihr bei den Grafikanforderungen, die ein so schlecht optimiertes Game wie Warzone 2 hat, trotzdem mehr als genug FPS haben, dass ihr nicht überlegen müsst, und manche haben es getan und haben mir im Chat vorgestern geschrieben, dass jetzt gar nichts mehr gut läuft, die haben die Treiber der Grafikkarte deinstalliert und neu installiert. Macht das nicht, Leute. Wenn eure Grafikkarte und gerade die 40er-Serien auf dem aktuellen Stand sind, ist es kein Problem seitens von euch, sondern vom Game-Klienten. Also von den Dateien und von dem Quellcode und dem Netcode und allem, was dazukommt, was in dieser Quelldatei von Call of Duty zur Verfügung gestellt wurde. Wenn ihr irgendwie Fragen an mich habt, wenn ihr irgendwie mal was loswerden wollt, wenn ihr live bei ein paar Runden mit dabei sein wollt, Twitch ist da aktuell noch meine Streaming-Plattform. Ich heiße euch willkommen. Ich freue mich über jeden Mann, über jede Frau, über alles, was dazwischen ist. Was ihr seid, ist mir egal. Wie ihr heißt, ist mir egal. Wir haben da einfach eine gute Zeit, coole Community. Ihr seid willkommen. Der Gegner-Team hat sehr nice gesagt. Also, war nicht sauer. Chat, ich habe zu viele davon die letzten Tage verhauen. Schönes Ding auf jeden Fall. Eine neue Calling-Card? Ich habe eine neue Calling-Card bekommen?